Ja, noch ein RTL. So, Marcel, du wolltest irgendwas erzählen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. So, ja. Also, wir haben halt eine Rallye-Probe rausgekriegt. Welche Note hatte der? Eine 4. Ist doch eigentlich Und, so gut. Bei uns ja. hatte schon mal die, gab es auch schon Leute, die hatten in der Rallye-Probe eine 6. Bei uns auch, ey, wir haben manchmal solche Spacken, ey, wenn wir so hier asozial. Asozial, also auf jeden Fall was. Ja, so, ich habe halt eine 2 gesagt. Also ich hatte eine 2. Und habe ich schon wieder, dass ich eine 2 hatte. Ja. Und dann hat er dann so, das wird so gesagt, ey, Streber. So, der eine vom Nebentisch, ja. Lieber bin ich ein Streber, anstatt dass so einer, der wohl eine 4 in der Rallye-Probe hat, boah, das wurde so. Ja, aber ich will dir nur noch darauf hinweisen, ne? Es stimmt doch wirklich, lieber bin ich ein schlauerer Typ, anstatt einer, der wo, was weiß ich, in einer voll leichten Probe eine schlechte Note hat. Jetzt seid doch ehrlich. Nö. Und Ja. nee, ich will damit jetzt keiner beleidigen, man kann ja immer mal eine schlechte Probe kriegen, aber das ist Aber so halt einer. ständig, das ist halt, ja, Ja, und die nicht jetzt. Und auf jeden Fall ist es so, das ist einer, der macht doch nicht seine ey. Hausaufgaben. Ja, so. So ein richtiger Wollrick Chris. So ungefähr, ja. Ja, da macht auch niemand seine Hausaufgaben. Der hängt nur vom PC und schaut sich Lehrer Croft Videos an, ne? Lehrer Croft, ne? Okay, wir wollen ja hier keine Namen nennen, darum, dieser Typ, den du immer gesagt hast, der ist so ein Streber, ne? Was noch, wen ich meine? Der aus unserer 4. Klasse, wo du immer meinst, der ist so ein Streber. Ja. Der ist mittlerweile kurz davor, im Nachhilfeunterricht zu gehen. Der macht halt auch nie Haus, die sind so immer nur in der Pause davor und so. Okay, na, ich muss sagen, ich vergesse auch manchmal Hausis, aber sowas ist wirklich menschlich, aber warum denn die ganze Zeit? Man hat doch so viel Zeit und es sind doch manchmal solche Leute, die haben auch die Zeit dafür, da weiß ich es ganz genau, weil die. Wer weiß, vielleicht waren sind sie ja mit anderen Dingen beschäftigt. Studieren, ne? Was? Hä, mit was? Mit Masturbieren, ne? Machst du was? Masturbieren, das ist sich ein Runde holen, ne? Ach so, ja, wow. Ja, Einfach mal kein Kommentar zu deinem Wissen, ne? Oh, ungefähr so, ja. Ah. Ja. Okay, und ich habe den Raum hier ein bisschen failig gebaut, aber auch scheißegal. So, und ich bin gerade übrigens hier dabei, Overclocker reinzutun. Das vergesse ich ja übrigens oft zu sagen, was ich hier gerade mache. Weil das ja keiner selbst sieht, sondern ich muss es. Was auch keinen interessiert. So, und Ja. dabei möchte ich jetzt euch den Leuten was fragen. Gefällt euch denn das, wenn wir mal ein bisschen über die Schule reden und über Sachen, die einfach ein No-Go sind, also. Wir haben Jetzt, jetzt sagen sich 920. alle, Schule ist voll blöd. Wir haben Ja. 999 Diamanten, Bitches. Also, na. Noch einen, dann haben wir das 1000er-Jubiläum. Ja, toll. Ich freue mich. Ja. Was hast du da gerade mit deinem Mikrofon gemacht? Willst du nicht wissen? Okay, ja, okay. So. Zack, hier müssen erstmal die Solarpanels fertig sein. Ja, zack, Alter, fertig. Dem Ja, habe ich's gezeigt, schießt. diesen Solarpanels. Ja, das ist ganz solide. Oh, wir haben ein Stück Papier, jetzt geht's los, jetzt geht's. Oder? Hast du Papier eingespeichert? Jupp. Geil. Ja, glaub schon. Ja, doch habe ich. Fettbar. Gleich mal 30 Stück requesten, geht nicht. Ja, Ganz schön wieso voll. nicht? Habe ich kein, das, ich habe das sicher eingespeichert. Ja, das ist auch eingespeichert. Thank you. Thank you. Kennst du diese Werbung? Ist irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr von was, aber ist auch schon ewig alt wahrscheinlich, aber Ja, naja. damals von 2007, wo die Welt noch schön war, na. Früher war doch alles besser. Thank you, Mario, but your princess is enough, fick dich. Ja, so ungefähr, ja. Okay, und jetzt brauchen wir ein MV-Transformer. Wenn der denn mal kommen würde, bitte. Ich brauche hier noch Books. Oh fuck, wir haben keinen Rubber mehr. Mama. Oh Scheiße.
Jetzt kommt die gleich zu dir. Ja, Chris, ist doch nicht so schlimm. Ja. Warte, jetzt, dann werde ich das holen. Für dich, Marcel. Obwohl du gar kein Rubber brauchst. So ein Ja. YOLO. Ach, scheiße, jetzt habe ich keine Axt dabei. Ach, Mann. Ich mag What the mein fuck? Ich habe Leben. mir schon so viel Leder bestellt, nur das kommt nicht an. Wo bleibt das denn? Das Chris? waren sicher irgendwelche Hacker oder so. Ja. Oh, ich hab den Boden kaputt gemacht. Ja, bei 3 FPS ist es auch nicht gerade einfach hier. Chris, du bist so unmöglich. Was? Du bist so unmöglich. Request ist ja einfach nochmal. Manchmal bleibt es einfach irgendwo liegen. Keine Ahnung. Glaube ich. Und ich glaube, ich habe mir gerade das. Ah, oh, ich sehe es ja. Aha. So, ich requeste mir mal wieder meine Diamond Axe. Toll. Ja, aber Leute, ich muss sagen, ich finde es allgemein so richtig unnötig von Ojang, also von Minecraft, dass sie es gemerkt haben, dass man jetzt Leder braucht für Bücher. Ja, echt. Die müssen wir auch mal. Haben wir die nicht eingespeichert, Bücher? Nee, ich glaub nicht. Nee. Ist ja bescheuert. Wer macht denn sowas? So richtig Wollrikitz halt. Alter, jetzt habe ich kein Tree-Tap dabei. Alter. Mano, Mama. Ich sollte lieber aufhören, sonst kommt Und gleich echt meine Mutter rein, wahrscheinlich. So, ja, was ist denn, mein kleines Kind? Nein, Quatsch. was? So, Nee, es passiert nur bei anderen, ne, Tobi. ja. warte mal, was wollte ich jetzt gerade requesten? Ich glaube, etwas zu essen. Nein, Quatsch. Tree Tap. Ja. Was du essen, ne? Tree Tap. Was So, du? Nee, 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 das. mein Kotz-Schweiß-Dings-Tree Tap, weißt du noch, Marcel? Ah ja. ja. Nee, Essen, Request. Ernsthaft, ich suche jetzt hier im Request-Ding-Menü nach Essen. Chines, brauchst du Essen? Wir haben noch Baked Potatoes, glaube ich, ganz viele. Ach, habe ich ja im Inventar. Und ich habe trotzdem was requestet. Hast du die denn gemacht? Die Baked mit. Ach so, ich habe mich schon gewundert, wo die plötzlich herkommen. Hierbreine. So. Naja, apropos, ich fahr mal So, wieder, lieber Herobrine Marcel. ist da! Er hat mir Kartoffeln gelassen. Toll. Ja. Oh ja, oh ja, wir haben ja vorhin auch mal versucht, mit dem Herobrine aufzunehmen, nur der Chris mag das nicht auf jeden Fall so. Wo? Jetzt habe ich mir meinen Wir sind Tree-Tap darauf, dort im ey, Request und just es ist so, gelassen, ey. und es ist so, wir sind darauf gekommen, dass man eigentlich, wenn man halt solche Noobs verarschen will, sich in den Herobrine-Skin macht, bei den Herobrine, und dann sich keine Rüstung anzieht, damit die denken, wirklich denken, du bist so Herobrine, das wird funktionieren, ne? Weil viele Leute sind dann da und fragen dann so, wie geht denn dieses Spiel? Also so in der Lobby und fragen, wie geht dieses Spiel und da? Dann einfach so, ich schreib's einfach hin, Herobrine töten. Und dann denken die alle, es sieht aber wie Herobrine aus, Ja. oder? Mach ich echt, glaube ich mal, einfach just for fun. Aber ich glaube, ich weiß, ich habe meinen Skin nicht mehr als Datei. Daher kann ich mein Skin nicht wechseln. Wenn schon bei meinem anderen Account. Also bei dem von Aber Dings. von damals, ne? Aber so an sich ist es eigentlich schon scheiße, Chris, weil die Mojang-Server spacken ja, also diese die Skin-Server spacken oft rum. Ja, in letzter Zeit ist aber nicht mehr so schlimm wie früher. Es gab da so eine Zeit, ich glaube um 1.0 oder so, da war es ganz schlimm. Ja, weil da hat sich jeder Skins gemacht, das war ja aber so, what the fuck? Skin? Was ist das? Naja. Mag ich auch. Ja, da war es ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Jetzt ist wieder ein bisschen so rausgekommen. Jetzt sind aber mittlerweile Skin-Packs so ganz beliebt. Ja. Und, oh, aber ich muss sagen, viele Leute machen Skinpicks, nur die, wo du wirklich oft siehst, sind die von Ungespielt und von The Prime, der Wolf. Ja. Die sind oft, weil, okay, die sind auch gut, also, das sind auch gute, weil wenn da jetzt irgendwie ein 0815 Let's Player Wollrikwitz dort Ja. seine dort sein Skinpack rausbringt, das so voll scheiße aussieht irgendwie. Vor allem, weil ich einen gedownloadeten Skin habe, also mal ehrlich. Ja, da ist auf jeden Fall viel Luft nach oben. Wie sie es auch gehört. Ganz ehrlich, in seinen Skin hat er so gut wie gar nichts gemacht, oder? Aber Nee.
Ich schau mal, ob man sich Leder irgendwie herstellen kann, ne? Schau mal. Ja. Das ist aber ein bisschen zu aufwendig, würde ich mal sagen, ne? Ja, dann töte ein paar Kühe, aber verweize die dann danach auch wieder. Dass sie sich dann Verweizen? wieder. Also so, Weizen, dass sie sich dann wieder so irgendwie angetörnt fühlen. Sich dann miteinander so, ja, bumsen so. Ja, so richtig schön geil. Nein. Ja, genau. Weizen. Also, auch ein Tipp für euch, wenn ihr irgendwie jemanden beeindrucken will, wollt, auf den ihr irgendwie ein bisschen steht oder so, geht einfach Wenn mit ihr einer mal Handvoll seht. Weizen zu ihm. Da steht jeder drauf. Oder nee, macht einfach einen Ring aus Weizen. Da würdet ihr die eure Traumfrau sowas von begeistern. Die wird euch. Ja, die wird gleich ein Kind von euch wollen. Also. Oder wenn ihr, oder halt euren Traummann, wenn ihr natürlich eine Frau seid oder ein Mann. Schau doch keine Mädchen zu. Doch, ich habe tatsächlich, ich glaube es selbst kaum, aber ich in den YouTube Analytics steht, und die lügen ja nie, Nein, da dass wird. ich 11% weibliche Zuschauer habe. Obwohl ich da auch glaube, dass da nur irgendwelche witzigen Kinder sich ganz witzig fühlen und sich weiblich stellen, obwohl sie eigentlich jung sind. Naja. Homo? Naja, also 11%, also nee. Aha, da Naja, scheine ich ja richtig attraktiv zu sein. ich weiß, der eine Ne, lügt die nicht. sind natürlich alle übelst geil auf dem Marcel. Also, ja, wisst ihr Ganz Bescheid. genau, ja. Könnt ihr Naja, mal ich bitte in weiß die eigentlich. Kommentare schreiben, ob ihr männlich oder weiblich seid. Hey, Oder zu jeder Mensch. sonstiges. Aber das wird schwierig bei Mann-Frau-LP. Ja, da sagen wir es natürlich nicht, wer damit gemeint ist. Es ist kein Mensch, es ist wirklich so, Mann-Frau-LP ist einfach nur so. Ja, es hat Mann-Frau-LP, es ist eine Mischung zwischen Mann und Frau und es hat ein LP. Alter, das ist auch eigentlich so eindeutig. Ich sag's dir immer noch. Ja, so. Das hat hoffentlich keiner verstanden. Kronk, nein. Ja, natürlich. Nee, also wirklich, Mann-Frau-LP. Mann-Frau-LP ist der oder die beste LP. Also, halt die Fresse. Sorry, es klingt ein bisschen blöd, aber wir haben mal eine Let's Playerin gesehen. Und wir sagen wirklich nicht, wer das war. Und die hatte halt Facecam, die haben wir mal entdeckt. Und da habe ich halt gesagt, das ist doch keine Frau. Und da ist halt dieser Begriff Mann-Frau-LP. Ja, und wir meinen wirklich keine oder keinen, den ihr jetzt denkt, außer. Der Tobi. Hört auf, Ja. schaut doch diese Videos, das ist immer so. Oh. Hallo, hallo Tobi, wir mögen dich. Nein, Quatsch, also Tobi ist cool. So, okay. Halt die Ja, nee, Schürze ruhig. der Tobi ist natürlich nicht das Mann-Frau. Das Mann-Frau. Das, also Das Tobi ist nicht das Mann-Frau-LP. Mann schrubbelt Piers. Ja, finde ich Was ist eh, das? bin ich jetzt gerade drauf gekommen, bei Google kannst du ja immer Geschlecht, er hat Geschlecht gesagt, auswählen, so männlich, weiblich oder sonstiges. Ja, ich kenne da Mann. einige Leute, die müssten da sonstiges angeben. Tut mir leid, aber Voll ehrlich. Regress. Ach, unter anderem. Ja. Nein, Quatsch. Also nee, Mann-Frau LP müsste das machen, ne? Ah. Yep. Okay. So, zack, zack. Und ich. Alter, what the fuck, ich kill dich nicht. Ja, Scheiße. ich mach einen One-Hit zu meiner Kuh, die fliegt durch 10 Meter weit. Aha. So behandelt man Tiere artengerecht, Marcel. Naja, check it. Ja, ist nett und so. Ja, wie ist auch gut. Ach, Menno, ich darf nicht die Babys killen, ne? Oh, Marcel, töte doch nicht die Babys. Ach Gott, oh, wir haben eine Schülerin in unserer Klasse, die kennt, also. Ach, die ist ein Baby. Haha. Nein, die sagt immer, oh Gott, die. Das hat sie früher mal gesagt, boah, wie das nervt. Also, Leute, ihr müsst euch vorstellen, immer eine Frau, die wo immer sagt, oh Gott, die. Ja, nach einer Zeit pisst euch das so an. Gemein, Mädchen, ne? Bitteschön, und ich glaube, die Folge ist schon längst zu Ende, oder? Schau mal kurz. Ich habe Angst. Wir sind bei. Ja, ich sag's mal lieber nicht, sonst kackt der Marcel mich wahrscheinlich wieder an. Also, Folgenende? Nee, würde ich nicht. Jetzt machen wir noch 10 Minuten, weil dann haben wir genau zwei Folgen. Sonst ist es blöd, sonst muss ich irgendwie hier so mitten cutten oder so. Machst du doch sowieso.
Nee, so irgendwo in der Mitte. Ja, ich weiß schon, das sind hier zwei Folgen. Das sind hier zwei Folgen zu einer zusammengeschnitten, wollte ich eigentlich sagen. Also, dann haben wir 40 Minuten, jetzt sind wir bei 34. Okay, Chris, ich hätte mal eine Frage, Mann, Frau LP. Was für eine Farbe magst du denn lieber? Grün oder blaue? Blau! Warum denn? Ah, nur so. Wahrscheinlich mit irgendeiner Hintertaktik und es postet ja irgendwas auf YouTube gerade nebenbei auf meinem Kanal, was mich jetzt einfach nur dissen soll. Ja, ganz genau. Ja, ich check's gerade echt nicht. Wahrscheinlich ist das irgendwas ganz Bekanntes und ich bin wieder mal schlau, aber naja. Chris und schlau, bitch, please. Ja, ernsthaft. Und es pisst gerade, wollen wir mal ins Gehen und pennen? Können wir schon machen, ja, gleich. Chris, ich So, will dir nur mal ich. eins sagen. Schau bloß nicht unter dein neuestes Video, unter die Kommentare. Ja, ich kann's löschen, Marcel. Ich kann's löschen. Ich kann alle Kommentare übrigens löschen, die unter meinen Videos sind. Ach, nee. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Tobi! Nee, Ja. also ich finde, also Ja. man kann schon Kommentare ruhig löschen, aber wenn man solche Kommentare sind wie, yo, what the fuck, du hast erste geschrieben, ey, ich schreib sie doch immer beim Sitz und so, ey, du dumme Pfundauszug, ey, yo. Es hat ja keiner verstanden, aber ich meine, ihr kennt doch bestimmt alle die erste Kommentare. Ich Ja, finde die erste Kommentare. die sind mir eigentlich vollkommen Wurst, das Ja, die kommt. sind eigentlich nicht schlimm, Was aber ich finde. behindert ist, sind dann die Leute, die sich darüber aufregen. Ja, das ist halt das Schlimmste. Lass doch die Leute, sollen es halt stolz drauf sein, dass sie Erster sind. Ich kenne andere Let's Player, das sind die, Wolrefritz, naja, das sind die Kommentare viel schlimmer. Und nein, jetzt wirklich nicht Wolrekids. Das sind dann die, wo sich dann wirklich denken, ja, sowas hätte ich nicht machen. Also nicht so mit YouTube, aber so ein paar Aktionen hätte ich einfach nicht machen dürfen, weil. Du, was? Okay. Naja. Und du kannst ruhig in den neuen Raum kommen. Wie in den du mir mal irgendwann gebaut hast und in den du dich jedes Mal abfuckst, dass ich den nicht benutze. Ja, in den und da habe ich jetzt noch einen neuen Raum reingebaut. Ja, wow, weil wir so einen Bedarf an Räumen haben, das glaubst du gar nicht. Ach so. Wird es mein Raum? Wird es mein Raum, Mama, bitte? Nein, es wird ein Raum für Enchanting. Ja, wow. Ah ja, dann ich muss mir auch mal irgendwann einen Baum rauen. Ja, muss ich auch irgendwann mal machen. Ja, Baumrauen ist auch ganz tolle. Oh, erstmal wieder richtig hinsetzen. So, und wir sind jetzt bei Chris, warte 37 kurz, Minuten. warte, warte. Du hast noch ein paar Kartoffeln, ne? Ja, requestet ihr aber lieber ein bisschen mehr Melonen. Ein bisschen Abwechslung ist auch mal gut. Okay. So, dann werde ich mal kurz Rubber hier einspeichern. Oh, eine Spinne! Keller. So. Marcel? Ja, ich muss jetzt dringend Schluss machen, okay? Ja, warte kurz, gleich. Ich muss jetzt nur kurz noch Overclocker Nee, requesten. jetzt, sondern wirklich jetzt. Ja, okay. Ja, weiß nicht, kannst du ja schon mal rausgehen. Ich mache jetzt. Dann kannst du ja schon mal Tschüss sagen. Ich mache jetzt nur noch kurz diese Folge hier zu Ende. Okay, tschüss, Marcel. Ja, das war jetzt ein wahnsinnig tolles und professionelles Ende. Ich mache es hier noch kurz 2, 3 Minuten noch, dann ist die Folge auch zu Ende. So, besonders viel haben wir nicht geschafft, aber YOLO. So, zack, ein bisschen Rubber brauchen wir. So, dann mache ich mal kurz ein bisschen Rubber hier. Ich weiß gar nicht, sind hier noch Overclocker drin? Nee, sind sie nicht. Ja, das ist auch super. Das heißt, wenn wir jetzt hier was kompressen wollen, das wird ewig dauern. 8, 9, 10. Ja, komm. So, jetzt 11 und rein damit. So, dann warte ich jetzt hier mal kurz noch, bis es hier. Obwohl, ich könnte bis dann schon mal hier schauen, ob ich elektrische Öfen. Obwohl nicht Öfen, sondern. Extractor, ob ich die schon. Ach, habe ich gar nicht eingespeichert. Ja, wow. Dann wissen wir jetzt noch, was wir die letzten 2 Minuten machen. Und zwar Extractor einspeichern. So. Extractor hier. Zack.
Was? Tree Tabs brauchen wir. Ach du Scheiße. Haben wir die eingespeichert? Bitte. Crap. Das war ja klar. So, dann hole ich mir mal ein bisschen Wood. Hier, zack, den Stack. Dann kann ich hier schon mal ein bisschen was einsortieren lassen. Eier. Lied. Ja, reicht. So, Wood. Zack, zack. So, was wir eigentlich mal machen könnten, ist, dass wir dann dort die Eier automatisch immer werfen lassen. Oder zumindest den Teil von den Eiern immer automatisch werfen lassen. Dann schlüpfen doch immer Hühner wieder raus. So. Dann speichere ich hier jetzt noch kurz den Extractor ein, dann machen wir schon mal Schluss. So, da oben ist noch schön frei, glaube ich. Bis. Okay, hier. Ich lasse da jetzt mal ein bisschen frei, dann hier vielleicht. Wie war das? Zack, 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 zack. So, okay, so war's, okay. Und dann hier Import und dann Extractor gegen V, Electric Circuit Machine Block, kein Problem. Also, ein Machine Block brauchen wir, ein Electric Circuit und 4 Tree Tabs, mache ich jetzt nochmal schnell. Dann können wir nächstes Mal gleich reinstarten. So, zack, zack. Irgendwas noch zum Einsortieren kurz. Lead or Item Sync Module. Macerator, das. Ja, okay, das war's. Zack, 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 zack. Die Sachen sind da. Und dann noch schnell hier einsortieren lassen, einprogrammieren. Openen. Zack, zack. Aha, das würde ich lieber nicht machen. Dann Tree Tab aus 2 Tree Tabs craften, das ist sehr schlau. Und das ist hier ein Extractor. Import. Okay, ja, das ist jetzt schlecht. Die sind nicht stackbar. Stimmt, ja, Leute, Leute. Da muss ich jetzt schnell da runter gehen. Auto Crafting Table her. Auto Crafting Table. Dann brauche ich schnell eine Satellite Pipe. Da, Satellite haben wir zum Glück noch. Und Logistic Pipes habe ich hoffentlich noch dabei. Ja, habe ich. Okay. Zack, zack. Und dann rennen. Runter. Habe ich noch. Crafting, ja, habe ich. So, hier, das kennt ihr wahrscheinlich noch, hoffentlich. So, dann mache ich es hier mal nach demselben Thema. Hier ein Dings. Dann hier eine Crafting Pipe. Was mache ich? Crafting Pipe. Zack, und dann Auto-Crafting Table. Jetzt brauchten wir eine Chest schnell. Habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Das ist super. Weißt du was? So, mache ich mal hier einfach kurz. Zack, eine Chest. Platziere ich mal hier. Da reicht auch eine einfache. Wir werden ja sicherlich 10 Millionen Extractor-Dinger requesten. Und dann eine Satellite Pipe. Kommt hier dran. Da kommt dann Satellite ID 2. Weil die andere schon 1 hat. Und dann hier. Zack. Nee. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. So. Und dann hier importieren. Rüber. Mit dem Satellite kommt auf die 2. So, jetzt müssen wir requesten können. Probiere ich gleich nochmal aus. Dann mache ich jetzt mal Schluss. So. Extraktor. Missing Iron. Alter. Junge, ey.
Jetzt ist er wieder zurück. Ja, das ist so ein Penner, ey. Verpiss dich aber wieder. Jetzt hat er Angst gekriegt, ey. Der Penner hier. So. So, jetzt müsste ich mal einen Extractor requesten können. Extraktor. Zack, zack. Request successful. Mal schauen, ob das auch, ob auch on kommt. Ich hoffe mal. So. So, bitte. Komm. Extractor. Ich will dich haben. Scheiße, komm endlich. Kommt das echt nicht oder was? Alter, hey, das ist ja ein Traum hier. Ach, habe ich jetzt hier das Crafting-Rezept nicht wieder rausgenommen? Nee, habe ich nicht. Ich bin so ein Vollhorst. So, zack. Wird wieder raus da. So, jetzt mal schauen, ob es jetzt angekommen ist oben oder... Wenn nicht, dann müsste es jetzt laufen. Ne, dann muss ich nochmal requesten hier. X. Ja. Extractor hier. Für mich verarschen. Wo ist der andere abgeblieben, bitte? Komm, wir haben es ja. So, zack, zack. Extractor. Der ist irgendwo verschollen. Wer weiß. So, dann gehe ich jetzt mal kurz da runter und schau mal, ob es geht. Und wir sind schon wieder zu lang, Alter. So, hier mal kurz. Alter, Junge. Mach. Oder ist der jetzt schon oben wieder? Wir bräuchten ja echt mal Teleporter hier. Dass wir schön hoch und runter teleportieren können und nicht hier immer umrennen müssen. Ja, er ist da. Okay. Dann haben wir unser heutiges Ziel erreicht. Ich lasse den mal hier schön in meiner Inventar, dass ich ihn auch nächstes Mal sehe. So. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich fresse mich hier noch kurz mal mit Potatoes voll. Und dann sehen wir uns auch in dem nächsten Video wieder. Es wieder heißt Let's Play Tacket und zwar zusammen mit dem Marcel. So, ne? Würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ne? Ciao.